Ja, dieser Part wurde nicht vorher übersetzt, deshalb nur ganz kurz. Er bedankt sich sehr herzlich für die Einladung, dass er hier und seine Kolleginnen hier sprechen dürfen und dass er hier die Gelegenheit hat, mit Genossinnen und Freundinnen in Deutschland und Europa über die Entwicklung in China zu diskutieren. Gestern Abend, sagt er, hat er viel gelernt, dass zum Beispiel das ISW nächstes Jahr 30 Jahre alt wird, dass seit 30 Jahren viel Arbeit geleistet wird, viele Hefte geschrieben worden sind, viele Konferenzen organisiert worden sind und das meiste davon auf freiwilliger Basis geschehen ist. Und er sagt auch, dass er als Professor an einer chinesischen Universität gestern Abend hier bei den Vorträgen, beziehungsweise bei dem Vortrag von Werner Rügemer und auch bei der anschließenden Diskussion viel gelernt hat und sich auf die zukünftige Zusammenarbeit freut. Er hat dann ein bisschen über die World Association for Political Economy gesprochen, die 2004 gegründet worden ist. Die Abkürzung lautet WAPE, WAPE. Und er hat ein bisschen berichtet über die Aktivitäten, die von dieser Organisation ausgehen. Dieses Jahr hat in Kanada eine große Konferenz stattgefunden. Letztes Jahr, vielleicht erinnert sich manch einer, in Berlin 2018 und davor auch noch in vielen anderen Ländern. Und er hat auf die Vierteljahreszeitschrift hingewiesen, die World Review of Political Economy, die auch hier und vorne am Tisch ausliegt. Und jetzt beginnt das Referat. Und er hat gesagt, dass der letzte Teil des Vortrags die Krise des neoliberalen Kapitalismus eher weglässt, damit wir mehr Zeit haben zum Diskutieren und er davon ausgeht, dass wir davon genauso gut Bescheid wissen wie die Leute in China. Es geht jetzt um den ersten Part, die Erfolge der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten 70 Jahren der Volksrepublik China. Seit der Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949 sind bis heute 70 Jahre vergangen. Insbesondere in den ersten 30 Jahren haben Chinesen mittels harter Arbeit zum Wiederaufbau und zu wirtschaftlichem Aufschwung Chinas verholfen, sodass die Reform- und Öffnungspolitik in den anschließenden 40 Jahren gedeihen konnte. China erlebt eine großartige Erfolgsgeschichte vom Wiederaufbau und schreitet auf dem neuen Pfad des Wiederaufstiegs der chinesischen Nation voran. In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung hat China in den letzten 70 Jahren einen historischen Sprung von einer mittellosen Volkswirtschaft zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt mit umfassender nationaler Stärke und internationalem Einfluss erreicht. Die Volkswirtschaft wuchs rasant und die aggregierte Wirtschaftsleistung erreichte ein neues Niveau. 1952 betrug das chinesische BIP nur 30,5 Milliarden Dollar und das Pro-Kopf-BIP lag nur bei 54 Dollar. Nun im Jahr 2018 erreicht das BIP in China 13.605 Milliarden Dollar, was fast 16% der gesamten weltweiten Wirtschaftsleistung entspricht. Zu konstanten Preisen gerechnet stieg das BIP 2018 gegenüber 1952 um das 175-fache mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,1%. Im Jahr 2018 erreichte Chinas Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen 9.732 Dollar und lag damit über dem Durchschnitt der Länder des mittleren Einkommensniveaus. Zum Bildungsbereich. Dort war in den Anfängen der Gründung der Volksrepublik China das Bildungsniveau niedrig, das intellektuelle Niveau der Bevölkerung schlecht. Die Einschulungsquote für Kinder lag bei nur etwa 20% und mehr als 80% der gesamten Bevölkerung waren Analphabeten. In den 50er und 70er Jahren legte China Wert auf die Entwicklung der Grundschulbildung. 1978 wurde der Grundschulunterricht im Wesentlichen universell und die Einschulungsrate der Kinder im schulpflichtigen Alter erreichte 95%. Im Jahr 2018 erfüllten 94% der Menschen die neunjährige Schulpflicht und die Anzahl der derzeitig Studierenden im Bachelorstudium lag bei 28,3 Millionen, ein 32-facher Anstieg gegenüber 1978. Die durchschnittliche Dauer der Schulbildung für Personen ab 15 Jahren stieg von 5,3 Jahren im Jahr 1982 auf 9,6 Jahre im Jahr 2018. Seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas hat Chinas Bildungswesen neue historische Fortschritte erzielt und das allgemeine Entwicklungsniveau ist an die Weltspitze gesprungen. Im Jahr 1956 betrug das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Chinesen nur 37,6 Dollar und die Pro-Kopf-Konsumausgaben betrugen nur 33,8 Dollar. Im Jahr 2018
war hingegen das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der einheimischen Bevölkerung um ein 25-faches gestiegen im Vergleich zu 1978. Mit dem rasanten Einkommenswachstum hat sich die Konsumkraft der Einwohner in China deutlich erhöht und die Konsumstruktur verbessert. Im Jahr 2018 betrugen die Pro-Kopf-Konsumausgaben der einheimischen Bevölkerung $3.000, ein Anstieg um das 20-fache gegenüber 1978. Die Anzahl langlebiger Konsumgüter wie Haushaltsgeräte oder Autos hat erheblich zugenommen und die Lebensbedingungen haben sich deutlich verbessert. Nun in Bezug auf die Armutsbekämpfung. Dort belief sich Chinas arme Landbevölkerung Ende 1978 auf insgesamt 770 Millionen Menschen und die ländliche Armutsrate lag bei 97,5%. Ende 2012 sank die Zahl der armen Landbevölkerung Chinas auf 98,9 Millionen und die Armutsquote auf dem Land betrug nur noch 10,2%. Seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas wurden die Anstrengungen zur Armutsbekämpfung weiter verstärkt und konkrete Maßnahmen zur Armutsbekämpfung eingeführt. Ende 2018 verringerte sich die Zahl der armen Landbevölkerung in China auf 16,6 Millionen, ein weiterer Rückgang um 82 Millionen in den letzten 6 Jahren und das Auftreten ländlicher Armut ging auf insgesamt nur 1,7% zurück. Chinas ländliche Gebiete sind von allgegenwärtiger Armut zur Beseitigung absoluter Armut übergegangen und haben als erstes Entwicklungsland die Ziele der Vereinten Nationen zur Armutsbekämpfung erreicht und zu mehr als 70% der gesamten globalen Armutsbekämpfung beigetragen. Was ist sozialistische Marktwirtschaft? China konnte in nur wenigen Jahrzehnten weltweit geachtete Entwicklungsleistungen erbringen. Neben Fleiß, Mut und harter Arbeit aller Chinesinnen verfügt das sozialistische Marktwirtschaftssystem über theoriegeleitetes Selbstbewusstsein, institutionelles Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein bei der Entwicklungsrichtung. Dabei ist das sozialistische Marktwirtschaftssystem, das aus der Verbindung von Sozialismus und Marktwirtschaft hervorgeht, eine großartige Pionierarbeit bei der Reform und Öffnung Chinas seit nunmehr als 40 Jahren. Wenn man von Marktwirtschaft spricht, dann sind viele neoliberale Gelehrte der Meinung, dass die Marktwirtschaft nur auf Privateigentum beruhen kann. Das wirksame Funktionieren der Marktwirtschaft setzt voraus, dass Unternehmen unabhängig, selbstfinanziert und mit klaren Eigentumsrechten ausgestattet sind. Öffentliche Unternehmen, einschließlich staatlicher Unternehmen, können sich durch systemische Umgestaltung, die Einführung moderner Unternehmenssysteme, den Aufbau standardisierter und wirksamer Governance-Strukturen und demokratischer Unternehmensführung selbstständig machen, sich selbst finanzieren und klare Eigentumsrechte erwerben, um sich an die Anforderungen der Marktwirtschaft, also des öffentlichen Eigentums, anzupassen. Darüber hinaus muss Chinas Entwicklung vor allem sozialistisches öffentliches Eigentum mit Marktwirtschaft verbinden. Dies liegt daran, dass sich China in der Anfangsphase des Sozialismus befindet. Diese Anfangsphase macht deutlich, dass China noch nicht alle Produktionsmittel zur Verfügung stellen kann und es unmöglich ist, nur öffentliches Eigentum zu haben. Ferner beweist die bisherige Praxis, dass die Marktwirtschaft Ressourcen effektiver als die traditionelle Planwirtschaft zuordnet und die soziale sowie wirtschaftliche Entwicklung fördern kann. Aus diesem Grunde muss China heutzutage öffentliches Eigentum mit Marktwirtschaft verbinden. Nach jahrzehntelanger theoretischer Forschung und praktischer Überprüfung hat Chinas sozialistisches Marktwirtschaftssystem die folgenden Charakteristika hervorgebracht. Er geht jetzt auf 4 Charakteristika ein. Erstens. Die sozialistische Marktwirtschaft ist ein auf die Menschen ausgerichtetes Wirtschaftssystem, das sich für die Menschen entwickelt. Dies ist die Grundposition des sozialistischen Marktwirtschaftssystems. Marx und Engels wiesen genau darauf hin. Zitat: Die proletarische Bewegung ist die selbstständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. In der zukünftigen Gesellschaft wird, Zitat, die Produktion auf dem Wohlstand aller Menschen beruhen. Zitat Ende. Genosse Deng Xiaoping wies darauf hin, dass das Wesen des Sozialismus darin bestehe, Produktivkräfte freizusetzen, Produktivkräfte zu entwickeln, Ausbeutung zu eliminieren,
die Diskrepanz zwischen Arm und Reich zu beseitigen und letztendlich gemeinsamen Wohlstand zu erreichen. Wir entwickeln die Marktwirtschaft unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas und des sozialistischen Systems. Dies ist eine wichtige Voraussetzung der ökonomischen Entwicklung und der Begriff Sozialismus darf dabei nicht vergessen werden. Die sozialistische Marktwirtschaft hat ein unerschütterliches institutionelles Fundament. Zu diesen institutionellen Grundlagen gehört das Festhalten am öffentlichen Eigentum als Grundpfeiler und die gemeinsame Entwicklung der Volkswirtschaft gemeinsam mit privatem Eigentum. Man darf nicht an diesem wichtigen Fundament der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes zweifeln. Es gilt, das sozialistische Wirtschaftssystem der nicht öffentlichen Wirtschaftsentwicklung zu fördern, zu unterstützen und zu lenken. Das Verteilungssystem beinhaltet nämlich die Verteilung der Arbeitskräfte als Hauptbestandteil und das Bestehen mehrerer Verteilungssysteme nebeneinander. Zweitens hat die sozialistische Marktwirtschaft eine unerschütterliche institutionelle Grundlage, die Folgendes umfasst. Das grundlegende sozialistische Wirtschaftssystem, das sich an das öffentliche Eigentum als Hauptorgan und die gemeinsame Entwicklung von Miteigentum hält. Es wird deutlich gemacht, dass das öffentliche Eigentum und das nicht öffentliche, also private Eigentum, beides wichtige Bestandteile der sozialistischen Marktwirtschaft sind und beide wichtige Grundlagen für Chinas wirtschaftliche und soziale Entwicklung bilden. Das grundlegende Verteilungssystem mit der Verteilung nach Arbeit als Hauptorgan und der Koexistenz mehrerer Vertriebsformen. Das moderne Wirtschaftssystem ist eine wichtige Grundlage für die Transformation der wesentlichen Widersprüche in der neuen Epoche der chinesischen Gesellschaft und die Umsetzung des sozialistischen Wirtschaftsaufbaus chinesischer Prägungen. Es ist grundlegend, eine wohlhabende Gesellschaft auf umfassende Weise aufzubauen und ein modernes sozialistisches Land zu gestalten. Von der Hochgeschwindigkeitswachstumsphase bis hin zur qualitätsorientierten Entwicklungsphase besteht eine dringende Notwendigkeit darin, den wirtschaftlichen Entwicklungsmodus, die Entwicklungsdynamik und die umfassende und ausgewogene Entwicklung zu optimieren. Das Ziel der kontinuierlichen Entwicklung und Verbesserung der sozialistischen Marktwirtschaft besteht darin, ein leistungsstärkeres wirtschaftliches Niveau und eine höhere wirtschaftliche Wachstumsrate, einen qualitativ besseren wirtschaftlichen Wachstumsmodus, ein ausgewogeneres regionales Entwicklungsmuster, ein vollständigeres Marktwirtschaftssystem und ein umfassenderes System insgesamt zu schaffen. Dazu gehört drittens auch ein modernes wirtschaftliches Entwicklungssystem mit einer umfassenden Öffnungspolitik, eine optimale moderne Industrie und die passende räumliche Gliederung und Wirtschaftsstruktur. Zusammenfassend kann man sagen, dass die sozialistische Marktwirtschaft über moderne wirtschaftspolitische Steuerungsmöglichkeiten verfügt. Zuallererst ist die Führung der Partei ein wichtiges Merkmal des sozialistischen Marktwirtschaftssystems und ein wichtiger Garant für die moderne Governance-Kompetenz wirtschaftspolitischer Steuerung. Das sozialistische Marktwirtschaftssystem steht unter Führung der KP Chinas und steht fest auf sozialistischem Boden. Wir müssen uns auf unser theoriegeleitetes Selbstbewusstsein, unsere aufrichtigen Institutionen und die Führung der Partei verlassen, um diesen großartigen Prozess zum sozialistischen Marktwirtschaftssystem zu vollenden. Die Methode der Marktnutzung erfolgt genau in dem Umfang, wie es dem allgemeinen Wohlstande der Menschen dient. Viertens und letzter Punkt. Des Weiteren werden so eine effektive Regierung und ein funktionaler Markt kombiniert. Das sozialistische Marktwirtschaftssystem muss weiterhin die Überlegenheit des chinesischen sozialistischen Systems wahren und der positiven Rolle der Partei und der Regierung Rechnung tragen. Der Markt spielt eine entscheidende Rolle bei der Verteilung von Ressourcen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Markt über alle Funktionen verfügt und dass die Regierung nichts tun muss. Die Regierung muss darauf bestehen, bestimmte Funktionen zu übernehmen, sowie dem Markt Freiräume zu überlassen. Zudem muss man sich bemühen, das Niveau der makroökonomischen Regulierung und des wissenschaftlichen Managements zu verbessern. Wir müssen den Markt bei der Verteilung der Ressourcen eine entscheidende Rolle spielen lassen. Die entscheidende Rolle des Markts und die Funktionen der Regierung stehen aber nicht im Widerspruch zueinander. Sie bilden stattdessen eine organische Einheit. Wissenschaftliche makroökonomische Regulierung und Kontrolle sowie eine wirksame Regierungsführung sind die inhärenten Voraussetzungen, um die Vorteile des sozialistischen Marktwirtschaftssystems nutzen zu können. Das dritte Kapitel heißt: Verfolgt China Staatskapitalismus?
zum 70. Jahrestag der Gründung Chinas, insbesondere in den letzten 40 Jahren der Reform- und Öffnungspolitik, haben wir große Erfolge in Bezug auf die innovative Kombination von Sozialismus und Marktwirtschaft erzielt. Über die Jahre wurden mehrere Wirtschaftswunder vollbracht. Trotzdem hat der Westen in den letzten Jahren stets die sozialistische Marktwirtschaft Chinas mit dem Staatskapitalismus in Verbindung gebracht. Dieses Argument beruht darauf, dass die sozialistische Marktwirtschaft in China keine echte Marktwirtschaft darstelle. China sei, so die Argumentation, eine staatlich geführte Wirtschaft, bei der Protektionismus und Merkantilismus implementiert seien. Hauptgrundlage ist Chinas staatseigene Wirtschaft, staatliche Intervention, staatliche Industriepolitik und so weiter. Der Staatskapitalismus ist ein von Lenin vorgeschlagenes Konzept zur Beschreibung der Merkmale kapitalistischer Entwicklungen, das zeigt, dass die Rolle des Staates bei der Entwicklung des Kapitalismus ständig zunimmt und hauptsächlich zwei Bedeutungen umfasst. Erstens, eine bezieht sich auf die Kontrolle des Staates durch die Staatsmacht. Zitat, der Kapitalismus ist eine Art Kapitalismus unter dem kapitalistischen System, der diese oder jene kapitalistische Unternehmen direkt durch die Staatsmacht kontrolliert. Zitat Ende. Die zweite Bedeutung bezieht sich auf die staatliche Aufsicht und Regulierung der Wirtschaftsentwicklung. Zitat Lenin, der Monopolkapitalismus verlagert sich auf den staatlichen Monopolkapitalismus. Aufgrund dieser Situation führen viele Länder eine sozialistische Regulierung der Produktion und Verteilung durch. Zitat Ende. Westliche kapitalistische Gelehrte stellten allerdings staatseigene Unternehmen dem Staatskapitalismus und die Rolle der Regierung dem Staatskapitalismus gleich, um die Gegenüberstellung des Staatskapitalismus und des sogenannten freien Kapitalismus auszunutzen und somit den Kapitalismus zu verteidigen. Durch die Manipulation der öffentlichen Meinung wird die Entwicklung der Schwellenländer, insbesondere Chinas, eingedämmt. Einerseits wird versucht, die Zweifel der Menschen an den tiefgreifenden Nachteilen des kapitalistischen Systems zu verwischen und die durch den grundlegenden Widerspruch des Kapitalismus verursachte kapitalistische institutionelle Krise mittels des Bedrohungsszenarios des Staatskapitalismus zu übertünchen. Auf der anderen Seite zielt es auf den Sozialismus chinesischer Prägung ab und versucht, Chinas sozialistisches Marktwirtschaftssystem zu diskreditieren. Es versucht, das Vertrauen der Menschen in das sozialistische System mit chinesischer Prägung und dem sozialistischen Marktwirtschaftssystem zu erschüttern und China zu zwingen, seinen nachgewiesenen Weg zum Erfolg aufzugeben. Letztendlich wird damit die Entwicklung Chinas gehemmt. Dass der Markt eine entscheidende Rolle bei der Verteilung der Ressourcen zu spielen hat und die Regierung gewisse Funktionen übernimmt oder staatliche Unternehmen existieren, sind kein Alleinstellungsmerkmal sozialistischer Marktwirtschaft. Der Unterschied zwischen einer sozialistischen Marktwirtschaft und einer kapitalistischen Marktwirtschaft besteht darin, dass die sozialistische Marktwirtschaft letztendlich dem Menschen dient und die kapitalistische Marktwirtschaft auf Profitmaximierung ausgerichtet ist und den Interessen des Monopolkapitals dient. Die Logik des Staatskapitalismus, die von einigen Leuten vertreten wird, lautet: In der kapitalistischen Marktwirtschaft fungiert staatliche Intervention zum Nutzen des Systems des freien Marktes, solange der Staat in die Wirtschaft eingreift, um dem Privateigentum und den Kapitalinteressen zu dienen. In der sozialistischen Marktwirtschaft hingegen wird jegliche staatliche Intervention als Staatskapitalismus angesehen, nur weil die Führung durch die Kommunistische Partei vertreten wird und auf einem sozialistischen System beruht. Wenn die westlichen Länder einheimische Unternehmen beim Eintritt in den internationalen Markt unterstützen, gehört dies zum System des freien Marktes. Wenn aber ein Schwellenland das Gleiche tut, dann wird es als staatskapitalistisch betrachtet. Dies ist die typische Logik ökonomischer Hegemonie. Das sozialistische Wirtschaftssystem chinesischer Prägung nutzt nicht nur die Vorteile der Marktwirtschaft, sondern spielt auch die Überlegenheit des sozialistischen Systems aus, indem sie die Funktionen der Regierung und des Markts, Fairness und Effizienz, Entwicklung und Stabilität, Autonomie und Offenheit verwirklichen. Diese Kombination hat die nachhaltige und gesunde Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft gefördert und weltweit beachtete Erfolge erzielt, die nicht nur dem gesamten chinesischen Volk zugute kamen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und zum Fortschritt der Menschheit geleistet haben. Dies ist eine große Errungenschaft des Sozialismus chinesischer Prägung und hat nichts mit sogenanntem Staatskapitalismus zu tun.
So, wir kommen jetzt zum letzten Part 4, die weltweite Bedeutung des Sozialismus chinesischer Prägung. Man kann davon ausgehen, dass der Sozialismus mit chinesischer Prägung einschließlich des sozialistischen Marktwirtschaftssystems die chinesische Weisheit darstellt. Diese wurde von der Kommunistischen Partei Chinas und dem chinesischen Volk ins Leben gerufen und hat weltweit eine wichtige Bedeutung. Der Sozialismus chinesischer Prägung ist erstens die Kristallisation herausragender, bedeutungsvoller Theorien und Praktiken des alten und modernen Chinas und des Auslandes. Basierend auf der wissenschaftlichen marxistischen Wirtschaftstheorie steuert der Sozialismus chinesischer Prägung die Funktion und die Entwicklung der Wirtschaft, umgeht die Probleme und Nachteile des kapitalistischen Systems grundlegend und verkörpert damit die Überlegenheit des Sozialismus. Der Sozialismus mit chinesischer Prägung verbindet zudem die chinesische Geschichte und Kultur, die Bräuche und Eigenschaften der chinesischen Gesellschaft, um eine stetige Optimierung und Innovation zu gewährleisten. Seit dem 18. Nationalen Kongress der KP Chinas wurden 5 wichtige Entwicklungskonzepte vorgeschlagen. Innovation, Koordination, Natur, Offenheit und Teilhabe. Als erstes wird das Entwicklungsmodell auf Kosten von Umwelt und Ressourcen aufgegeben. Ein grüner und nachhaltiger Entwicklungspfad wird vorgeschlagen und die grüne Wirtschaft wird gefördert. Zweitens wird die Industriestruktur angepasst und das Konzept wird von All to Money auf eine nutzenorientierte und ausgewogene Entwicklung der Industrie umgestellt. Somit wird eine koordinierte Wirtschaft entwickelt. Drittens wird Innovation als die treibende Kraft der wirtschaftlichen Entwicklung anerkannt. Man sollte großen Wert auf Grundlagenforschung und technologische Innovation legen. Die Verbreitung und der Austausch von Wissen wird beschleunigt und eine innovative Wirtschaft wird vorangebracht. In China spricht man häufig von gleichem Wohlstand und gemeinsamen Wohlstand. China verwendet als Entwicklungskonzept den gemeinsamen Wohlstand als Grundprinzip wirtschaftlicher Entwicklung und die Gemeinschaft als Grundlage für eine rasche Anhäufung von Wohlstand, wobei die Polarisierung zwischen Arm und Reich beseitigt werden soll und alle Menschen einen echten Wohlstand erlangen. Beim Ausgleich zwischen Effizienz und Fairness sollte die Polarisierung systematisch verhindert werden. Zweitens hat der Sozialismus chinesischer Prägung eine vorbildhafte Bedeutung für andere Entwicklungsländer in der Welt. Die Akklimatisierung des kapitalistischen Systems hat den Blick der Entwicklungsländer der Welt nach China werfen lassen, das friedlich und unabhängig aufsteigt. Der Sozialismus mit chinesischer Prägung hat das Prinzip der Wirtschaftsdiplomatie von Unabhängigkeit, Erweiterung und Öffnung, Teilhabe an der wirtschaftlichen Globalisierung erwähnt. Dies besagt auch ein Prinzip der sozialen Transformation von Reform, Entwicklung und Stabilität, sowie dass die Reform des Wirtschaftssystems als Hauptziel an Bedeutung gewinnt und man sich bemüht, in wichtigen Wirtschaftsbereichen bahnbrechende Erkenntnisse zu gewinnen, um die Reformen in anderen Bereichen zu leiten und zu reformieren und Synergien in allen zu reformierenden Aspekten zu fördern. Somit könnte ein Entwicklungspfad mit chinesischer Prägung für andere Entwicklungsländer in der Welt eingeschlagen werden. Chinas Prinzipien der wirtschaftlichen Entwicklung stellen keine Verpflichtung für andere Länder dar. China hat andere Länder der Welt stets als Freunde angesehen und schadet nicht dem Eigeninteresse anderer. Chinas Entwicklungsmodell kann aufgrund seiner kulturellen Inklusivität überall auf der Welt angewendet werden. Drittens hat der Sozialismus chinesischer Prägung eine referenzielle Bedeutung für die westlichen kapitalistischen Länder der Welt. Die rasche wirtschaftliche Entwicklung Chinas war nachhaltig und hat eine durchschnittliche Wachstumsrate von 9,5% in den letzten 40 Jahren erzielt. Denn das rasche Wirtschaftswachstum konnte hiermit über eine lange Zeit aufrechterhalten werden. Gleichzeitig erkennt China an, dass eine Reihe von Nebenwirkungen wie Umweltverschmutzung, Verschwendung von Ressourcen und zu hohe Ersparnisse sowie zu niedrige Konsumquoten durch schnelles und anhaltendes Wachstum verursacht worden sind, weshalb der Sozialismus chinesischer Prägung nun die Theorie der neuen Normalität vorschlägt und dabei 3 Hauptmerkmale der Wirtschaft herausstellt, die in dieser neuen Normalität vorhanden sind. Erstens, von einem sehr schnellen Wachstum zu einem mittelmäßig schnellen Wirtschaftswachstum.
Zweitens, die kontinuierliche Optimierung der Wirtschaftsstruktur, etwa die allmählich zu einer neuen Wirtschaftskraft entwickelte Konsumnachfrage in der Tertiärindustrie. Und drittens, die Triebkraft der Wirtschaftsentwicklung von Ressourcen und Investitionen hin zur Innovation. Obwohl das Wachstum in mittelschneller Geschwindigkeit erfolgt ist, hat es den Grundstein für eine nachhaltige und gesunde wirtschaftliche Entwicklung gelegt. Auf der Grundlage der durch private Eigentumsrechte verursachten Polarisierung der Reichen und Armen hat China eine große Anzahl staatseigener Unternehmen gegründet, die an dem System des öffentlichen Eigentums festhalten und soziale Aufgaben wie die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Umweltschutz und den Bau öffentlicher Einrichtungen wahrgenommen haben. Dies stellt einen Weg dar, um die Polarisierung zwischen Arm und Reich zu kontrollieren. In Bezug auf die Ineffektivität der Marktwirtschaft stellt der Sozialismus chinesischer Prägung die Theorie des Verhältnisses zwischen Regierung und Markt vor. Es bedeutet nicht, dass der Markt, der bei der Ressourcenverteilung die entscheidende Rolle spielt, die Regierung ersetzen könnte. Umgekehrt aber auch nicht. In der Wirtschaftspraxis hat China verschiedene Nachteile der kapitalistischen Wirtschaft überwunden und ein rasches und stabiles Wirtschaftswachstum erzielt, weshalb der Sozialismus chinesischer Prägung für die entwickelten kapitalistischen Länder der Welt von großer Bedeutung ist. Schließlich hat viertens der Sozialismus chinesischer Prägung große theoretische Beiträge und eine positive Bedeutung für die Umgestaltung des politischen und wirtschaftlichen Weltsystems geleistet. Das politische und wirtschaftliche System der modernen Welt ist im Grunde ein kapitalistisches Weltsystem und ist das Ergebnis der globalen Expansion des Kapitals. Es entstand in Europa und dehnte sich allmählich auf andere Regionen aus, bis es den Globus komplett umfasste. Das derzeitige Weltwirtschaftssystem stellt ein typisches duales System dar. Die Vereinigten Staaten haben die Vormachtstellung von Politik, Wirtschaft, Militär und Kultur. Die überwiegende Mehrheit der Länder auf der Welt akzeptiert den Wert des westlichen Kapitalismus, den die Vereinigten Staaten vertreten. Der Gesamtkapitalismus des Wirtschaftssystems stellt Freiheit dar und die nicht-kapitalistischen Länder werden von anderen kapitalistischen Ländern im Namen der Freiheit und im Namen der Demokratie ständig angegriffen und verurteilt. Die von den Vereinigten Staaten vertretenen mächtigen Ländern fordern ständig eine weltweite Wirtschaftsliberalisierung, die über den komparativen Vorteil hinausgeht und die Kontrolle über andere Länder bedeutet. Im Gegensatz dazu hat China durch die Förderung der Hochgeschwindigkeitszugtechnologie der Welt ermöglicht, die Freundschaft und Aufrichtigkeit der globalen Strategie Chinas zu erkennen. Die One Belt, One Road Initiative sorgt für globale wirtschaftliche Entwicklung und hat es ermöglicht, mit der Welt die Früchte und Chancen der chinesischen Entwicklung zu teilen. Mit der Einrichtung der Asiatischen Infrastruktur Investment Bank, AIIB, wird Infrastruktur in Südostasien und auf der ganzen Welt finanziell und technisch unterstützt. Der Kampf gegen die US-Hegemonie, eine vorsichtige Teilnahme am Globalisierungsprozess, die Förderung von Demokratie und Fairness im politischen und wirtschaftlichen System der Welt macht China zum Vorbild für ein nicht kapitalistisches Modell zur Entwicklung anderer Länder der Welt und wird daher in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen. Chinas internationale Strategie unter Anleitung des Sozialismus chinesischer Prägung hat anderen Ländern klargemacht, dass das chinesische Modell möglicherweise in naher Zukunft wertvolle theoretische Unterstützung und Hilfen für Länder weltweit bieten wird, um aus Schwierigkeiten herauszukommen und wirtschaftliche wie politische Systeme neu aufzubauen. Aus dieser Perspektive hat die Theorie des Sozialismus chinesischer Prägung große theoretische Beiträge und eine positive praktische Bedeutung für die Umgestaltung des politischen und wirtschaftlichen Weltsystems. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you for your attention. So, questions and comments are welcome during the Q&A period. And also, you're welcome to join us at the WEPI Forum 2020 Forum. It will be in essence the Pantin University from July 31st to August 2nd next year. So you're welcome. So look forward to meeting you there. Er bedankt sich für die Aufmerksamkeit und freut sich jetzt auf Kommentare und Diskussionen und lädt uns alle ein auf die nächste Konferenz der Weltassoziation für politische Ökonomie zu kommen, und zwar Ende Juli bis Anfang August 2020
in Athen. Er lädt uns alle ganz herzlich dazu ein. Ich danke Herrn Ding für diesen interessanten Vortrag und natürlich auch für die Einladung zum nächsten Treffen nach Athen, wo wir uns dann vielleicht wieder sehen. Es spricht jetzt Herr Yang und anschließend Herr Hu, und die Diskussion ist dann über alle drei Referate.